Raiden meinte, ich sei Nachfahre einer Kriegersekte aus dem Mittelmeerraum. Geboren als Krieger für die Götter. Hab's nie wieder geschafft, diese grüne Aura zu beschwören. Raiden denkt, es wurde vom nahen Tod einer geliebten Person ausgelöst. Was ist mit dir, Cassie? Kannst du sowas beschwören oder wurde eine Generation übersprungen? Lass gut sein, Jin. Wir brauchten keine Auren in Darfur, im Iran oder Kurdistan. Oder, Jackie? Nein, brauchten wir nicht. Haben dich die Shaolin jeder hingeschickt, Jin? Ich habe genug Action gesehen. Takeda hat das auch. Zeug, das euch SE-Typen schockieren würde. Ganz ruhig. Ihr seid alle hier, weil ihr es verdient. Ihr seid einzigartige Schneeflocken. Also, euch ist es vielleicht nicht bewusst. Ich habe keine Glückwunschkarten gekriegt. Heute ist unser Team seit 6 Wochen zusammen. Minister Blake meint, er ist sehr zufrieden mit uns. Man könnte ihm auf den Kopf spucken und er wäre sehr zufrieden mit uns. Aber er hat Mr. Cage das Team zusammenstellen lassen. Bin froh, dass mich die Shirai Ryu ausgewählt haben. Neue Orte, neue Gesichter. Wie der Minister angemerkt hat, werden wir Alten irgendwann in Rente gehen. Also ist es Zeit, dass die neue Generation antritt. Shaolin, Shirai Ryu, SE, gemeinsam. Die erste Mission eures Teams führt euch in den Lin Kuei-Tempel. Wir haben schon lange nichts vom Großmeister gehört. Ihr stellt sicher, dass er noch auf unserer Seite ist und uns den Rücken frei hält, wenn die Lage mit der Außenwelt kritisch wird. Ihr müsst ihn mitnehmen. Wundert euch aber nicht, wenn Sub-Zero sich nicht kooperativ zeigt. Warum die Sorgen wegen der Außenwelt? Dachte Kotal Kahn hält die Verträge von Reiko ein. Tut er. Aber da herrscht Bürgerkrieg. Wenn die Rebellen gewinnen, sind die Verträge Geschichte. Okay. Kapitel 2. Kotal Kahn. Das war eine Frage, ne? Kotal Kahn. 20 Millionen. Imperator, wie sagt man gleich? Nicht den Dreck unter meinen Schuhen wehrt. Kotal Kahn hat ja stets faire Angebote gemacht, Kano. Sicher, sicher. Ich sag ja nur, aufgerüstete Waffen, meine Infos und puff, der lange Bürgerkrieg der Außenwelt, vorbei. Wär doch nett, sich mal zu entspannen, oder? Du weißt, wo Melina steckt. Und ihre ganze Armee? Dafür kriege ich doch mindestens 50. Ich muss angreifen. Sofort. Den Konflikt beenden. Wie du sagst, er zerfrisst uns. Klar. Sind wir im Geschäft? Was ist los, Devorah? Der Imperator muss sich nicht sorgen. Es gab einen Unfall. Diese hier wird das regeln. Macht Platz für Kotal Kahn! Bewegung! Die Takatana sind in Position. Wir erwarten den Befehl. Selbstverständlich, liebste Tanya. Eine Kutsche aufzuhalten ist nichts. Einen Imperator zu töten... Falschen Imperator! Erfordert Macht. Macht, die du hast, Melina. Und nicht nutzt. Es schmerzt mich, sie zu nutzen, Rain. Ich brauche mehr Zeit. Der Einfall der Thronräuber kam zu früh. Der Regen fällt, wann er will. Egal. Solange Kano tut, wofür ich ihn bezahle. Jetzt! Los! Überraschend, ein Hinterhalt.
Schild ist nur Unfug. Okay, er redet nur. So. Scheiße. Ah, ich hab mich gepasst. Und jetzt. Oh, auf der Schnauze. Und, jo, geil. Schöne Kopfnuss. Und, spiel. Au, Noch ein Auge weniger, oder was? Und, aufs Fenster, oder was? Oder? Okay. Ein Schlag, ein Tritt. Okay, das ist eher Schläger als Tritte. Beleidigend, Kano. Dein Hilfsangebot war nicht mehr als heiße Luft? Halt deine 50 Millionen! Melina zahlt mir das Doppelte für deinen Tod. Okay. Oh, Junge, Junge. Auf die Knie. Dieses Setting erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Star Wars. Wenn man hier so... Ja. Jeder kämpft doch irgendwie ein bisschen anders. Okay. Muss er. Lass mich leider mal hier gucken, wie. Auf dieser Taste der einen drin. Auf der einen macht er nämlich nur so ein. Aua! Hey, lass doch die alte Dame da machen. Oder die Dame in Frieden, ey. Mit unserer Auseinandersetzung hier gar nichts zu tun. Hallo? Komm her, du. Nein. Toll. Ich glaube, das hatte ich letztens auch, dieses Problem. Was hast du letztens, also wo ich das erste Mal das gespielt habe? Melina zahlt mir das Doppelte für deinen Tod. So. Der kämpft halt auch anders, ja. Komm, beweg dich doch mal hier, du. Komischer Fettsack hier. So, einmal auf der anderen Seite bitte. Okay, und auch nicht. So, machen wir das halt so. Ja, natürlich, du. Warte mal, so. Jetzt muss ich nochmal eben gucken. Unten, links und A. Dann links, unten, rechts, X. Das ist auch nochmal irgendwie so eine Attacke. Okay. Oh. Okay, das war Abwehr. So. Hallo? Hey, du kannst schießen? Du shit auf mich, du! Mein kleines. So, jetzt nochmal hier. Einmal. Ich trinke dein Blut. Hallo? So. Ist noch was? Noch eine Runde? Nee, gut. Du bist nicht den Dreck unter meinen Schuhen wert. Ja, vielleicht doch ein bisschen. Okay, was sind die jetzt? Du bist die Edenianerin, Tanya. Du erinnerst dich also an mich, Kuatal?
Ich werde nie vergessen, wer Milena befreit hat. Sie wollte ein freies Edenia schaffen. Etwas, was du nicht zugelassen hast. Eine vereinigte Außenwelt kann gegen jeden Feind bestehen. Unter deiner Herrschaft wird sie nie vereint sein. Deine Rebellion ist alles, was im Weg steht. Ganz flinke Fragen treten. Ah. So, nur noch. Pass. Aber das war zu früh. Mann, nochmal. Diese Frau hier. Meine Güte! Ja, das wird öfter passieren. Und bei einem Kampf wird das auf jeden Fall sehr, sehr oft passieren. Und woher weiß ich das? Weil ich dann am Stecken geblieben bin. Wo habe ich mir gedacht? Das ist auf jeden Fall eine gute. Oh, Junge, Junge. Also eine gute. Ah! Ein guter Zeitpunkt, um das aufzunehmen. Meine Güte. Wenn man Frauen zu viel Freiraum lässt. Die Zeichen stehen auf Sieg. Das ist natürlich nicht ernst gemeint, was ich hier jetzt erzähle, ne? Deine Rebellion ist alles, was im Weg steht. Ah. Na, noch mal, du blöde Kuh. Hallo? Also springt das mal nicht hier, oder was? Oh Mann, diese Frau hier. Mann, das war mein Fass, du. Mach doch nicht so. Du bist auch so ein... langsames, schwerfälliges Ding. Oh. Und das sind irgendwas? Ja, irgendwas. Okay. Junge, Junge, Junge. Nein! Du enttäuschst mich. Nein, die enttäuscht dich gar nicht. Ah. Dass die immer so vorlaut sein müssen. Diese Charaktere. Deine Rebellion ist alles, was im Weg steht. Diese Frau! Komm her! Los! Einmal Energie absaugen. Keine Ahnung, ob das Energie ist. Hallo? Ich dachte, die wäre schon... Hat doch die Frau da in Ruhe! Meine Güte, die arme Frau! Der Tod wartet auf jeden. So, dann machen wir das aber nochmal, weil es so gut geht.
Aua! Aua! Ecke ist nicht gut! Ecke ist nicht gut! Ecke ist nicht gut! Irgendwann kommt wieder in die Ecke! Wie soll man hier in die Ecke? Lass mich hier raus! Lass mich hier raus! Du blöde Kuh! So, komm her! Einmal so hier! Und... Aua! Nein! Auf die Knie! Okay. Lass mich jetzt hier in Ruhe, meine Güte! Schließ dich bei mir an und fertig ist hier! Ich hab gesabbert! Die macht mich hier verrückt, diese Frau. Hallo? Meine Güte, ey. Schluss mit lustig hier. Wie närrisch, Milena zu trauen. Ja, das ist nur so Bohrenvolk, wollte ich schon sagen. Sie prüft mich ein letztes Mal. Milena. Okay. Kano sollte dich töten, elende Schlange. Rogunate! Bei dem Bein ab. Okay. Bei dem Kopf ab. Oder umgedreht nur. Dürfen wir wieder kämpfen oder was ist los? Noch ein Edinianer, der sogenannte Halbgott. Kogatia! Ich bin ein Sohn des Argus. Ich wurde nicht einfach von berauschten Sterblichen zum Gott ernannt, Buluk. Sicherlich ahnt Milena dein wahres Ziel, Sohn des Argus. Hinterhalt hier, Hinterhalt hier. Mein Ziel ist, dich den Unterschied zu lehren zwischen Anmaßung und Göttlichkeit. Okay, jetzt müssen wir jetzt hinkämpfen hier, oder was? So. Ich weiß nicht, wie gut der ist. Ja. Ich glaube, der war nicht ganz so gut. Hey, ey, warte, dieses Fass haben, du! Hallo? Hey, hey! So, komm her! Komm her, mein kleiner So, und? So, den haben wir jetzt das erste Mal geschlagen, ja? Komm her, du! Hallo? Hey! Hallo? Was ist denn mit dem los hier jetzt? Oh, Mann! Komm her, lass die Frau in Ruhe! Die steht immer wieder! Mann, denen gefällt das, was wir hier machen! Mann, sonst hier. Dieser Mann hier ist ein bisschen klobig! Ich von links nach rechts hier fliege! Du kleiner! Das gibt's doch nicht hier. Manchmal haben wir auch so das Gefühl, dass die
nach Runde zu Runde stärker werden. Und Göttlichkeit. Und Göttlichkeit erstmal. Kein Tritt. Okay. So, ja. Oh Mann. Der ist so lahmarschig, dieses Ding hier. Komm her. Nee, 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 hier. Wieso legst du dich hier eigentlich mal hin, du? Kleines Arsch. Opfer ehrt mich. Ja, 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 du. Okay, bring jetzt hier. Oh Mann, komm her. So. Jetzt gewinnt der andere da. Und wir. Du kleines, blödes Arschloch, du. Ah, diese scheiß Blubberkugel da. So, jetzt hier. Hoffe auf des Kahns Gnade. Der kann hier nix. Oh Mann, Mann, Mann. Ja, und hinüber. Dass man diese Kämpfe auch überspringen kann, das ist schon so ein bisschen. Wieso machst du denn das auf einmal? Geh da nochmal hier! Ja. So, hier. Du enttäuschst mich. So, Omi, ich wollte mal. Was? Hat nichts gebracht, du? Du. Verletzt die Oma hier noch? So. Dein Opfer ehrt mich. Und noch der erste Tritt, der zweite Tritt und ein Schlag. Ah, Scheiße. Ah, Mann, Mann, Mann. Komm her. Hoffe auf des Kahns Gnade. So, du kleiner Penner. Ja, natürlich. So, Schluss mit Lose hier. Kampf gewonnen. Ich weiß nicht. Das wird dich ruhig stellen. Vielleicht setze ich die Kamera auch nächstes Mal auf der anderen Seite. Damit auch die Erfahrung sowas mal sehen können. Du fasst ihn nicht mehr an. Aber ich schon. Als Erbin meines Vaters, okay. Shao Kahn, ordne ich, Melina, Kanum der Außenwelt, deine Hinrichtung an. Doch, ein Kampf hier.
wollte jetzt auch gleich aufmachen, ja. Warte, ich stinker Scheiße! So. Mach ich mal deine Oma benutzt hier. Diese scheiß flinken Frauen. Oh Mann! Hallo! Schalt wieder mal hier! Ein bisschen! Nein! Au! Komm her! Ich dir auch mal hier mit dem Schaden. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr, Leute. Das ist doch nicht wahr hier. Deine Hinrichtung an! Ja, meine Hinrichtung! Oh, dass dieses Ding hier einfach zu langsam ist. Unklug, den Imperator anzugreifen. Das sagt er, wenn er verliert die ganze Zeit. Der ist einfach hier zu lahmarschig, der Imperator. Ja, du Imperator, du Schlaumeier, du. Das hat schon wieder nichts gebracht, weil du. Aua. Wieso fallen die denn immer hin, ey, wenn er hier die scheiß Kinderhaken liegen sieht? Komm her, du. Dumme Tutsi, du. Natürlich sind wir wieder tot, wollte ich schon sagen. Schrott. Was für ein Schrott hier. Deine Hinrichtung an. Ja, ist ja gut. Dann nimm dich nicht hin, wenn du meine Hinrichtung sehen willst. Dann müssen wir das halt mit dieser Technik machen. Hallo. Ich habe eine andere Taste gedrückt. Aber Omi muss halt dran glauben. Nein! Nein! Dieser scheiß Fitzel, da musst du den nur einmal hier irgendwie bewegen. Natürlich, lass mir doch mal ein bisschen Zeit, ja. Um aufzustehen hier, du. Blöde Kuh hier. So, hier. Wir will diesen Kampf jetzt hier vorbei machen, ja. Ja, vielleicht nicht so hier. Ah. Ja, erneut versuchen. Deine Hinrichtung an! Deine Hinrichtung an!
Junge, Junge, Junge. Kann man Arsch trinken hier oder was? So, bleib liegen, du. Hallo! So, dann machen wir das halt so. Der Tod wartet auf jeden. Machen wir das halt so. Du kleine, dreckige Ziege, du. Das hat doch schon mal gar nicht mal so schlecht funktioniert. Nein! Das ist wieder zu viel Experimentieren hier. Du enttäuschst mich. Die enttäuscht dich nicht, du bist schon wieder platt, du Blödmann. So. Hallo? Komm her, du! Natürlich triffst du mich, aber ich dich nicht, oder was? So. Meine Güte, ey. Unklug, den Imperator anzugreifen. Meine Güte. Noch ein Kampf? Oder haben wir es jetzt? Junge, Junge. Es wird heute eine Hinrichtung geben. Du wirst deinen Widerstand büßen, Melina. Dein Blut wird es besiegeln. Die Stufen hoch. Zum feurigen Rand. Ach, du kannst Feuer machen, oder was? Ist ja nett. Eine kleine Katze wurde zum Jaguar. Aha. Okay. Am Absetzpunkt teilen wir uns auf. Jackie und ich kommen. Und damit würde ich sagen, beenden wir diesen schönen Stream und auch natürlich diese Aufnahme hier. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.